Österreich und die Schweiz sollten neutral bleiben und sich nicht am Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligen, so der Schweizer Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganzer. Dass er nicht alleine mit dieser Meinung ist, zeigen die vollkommen ausverkauften Veranstaltungshallen, die Ganzer aktuell füllt. Auch in Garsten in Oberösterreich waren weit über 600 Personen gekommen. Das Thema: Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen? Mit Humor und Herz begeisterte der international bekannte Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganzer jüngst weit über 600 Gäste in Garsten in Oberösterreich. Mit kompakten Hintergründen zur Ukraine-Krise informierte Ganzer darüber, dass es viele wichtige Informationen gibt, die im Mainstream nicht berücksichtigt oder vergessen werden. Während Ganzer stets betont, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine gemessen am Regularium der Vereinten Nationen illegal war, war auch der blutige Putsch im Jahr 2014 illegal. Der Wissenschaftler ging auf die Mechanismen ein, die dahinter stecken, wenn man auf Angst- und Panikpropaganda der Medien hineinfällt, ja quasi davon abhängig wird. In den letzten 20 Jahren hat man verschiedene Ängste durchs Volk gejagt. Die erste Angst, die ich so richtig auffällig fand, war die Angst vor Terroristen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Ja? Was hat man damals gemacht? Man hat immer wieder diese Bilder gezeigt von den Terroranschlägen, hat man immer wieder über Terroristen gesprochen. Terroristen, 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 Terroristen. Was bezeugt? Nervenzellen werden verknüpft. Und dann kommt die Angst. Ja? Die Leute hatten plötzlich total Angst vor Terror. Wenn man jetzt 2001 hingegangen wäre und man hätte gesagt, ich habe krass Angst vor Viren. Nicht gut. Nicht, wirklich nicht gut. Sie müssen schon schauen, was die aktuelle Angst ist. Ja? Sie lachen jetzt. Ist so. Wenn Sie wissen wollen, was die aktuelle Angst ist, müssen Sie Abendnachrichten schauen. Ja? Und damals, 2001, war eben die aktuelle Angst, ist die Angst vor Terroristen. Deutschland hat schon am 26. Februar, das können Sie vermutlich hinten nicht lesen, 26. Februar, das ist zwei Tage nach der Invasion, hat Deutschland schwere Waffen ins Kriegsgebiet geliefert. Ja? Jetzt ist man noch einen Schritt weitergegangen und will 90 Leopard-Panzer liefern. Aber da möchte ich jetzt etwas erklären. Am 26. Februar 2022 haben die meisten von uns noch gedacht, braucht es hier Maske? Muss ich einen PCR-Test haben? Muss man impfen? Also wir waren ganz anders verdrahtet. 26. Februar war Ukraine und Donbass waren noch Fremdworte, ja? Ja, Annalena Baerbock, das ist die Außenministerin von Deutschland, das ist eine Grüne. Und die Grüne Partei hat früher gesagt, sie würde niemals Waffen in Kriegsgebiete liefern. Dann wurden sie gewählt und jetzt tun sie genau das. Ja. Also das ist Wortbruch. Ja. Es ist ganz eindeutig Wortbruch. Und die Grüne Partei hat von ihrem ganzen Marketing natürlich eine Sonnenblume, ja, und eine Friedenstaube. Und darum glauben viele Leute, dass die Grünen für den Frieden sind. Und das ist ein Irrtum, ja. Die Grünen sind olivgrün. Und das muss man verstehen. Aber da muss man selber analysieren, dass die Grünen jetzt sagen, wir müssen Krieg führen an der Seite der Ukraine gegen Russland. Und das ist etwas, ja, was halt viele nicht gedacht haben, dass das überhaupt passieren kann. Und ich habe dann gepostet, Deutschland sollte keine Panzer in die Ukraine liefern, mehr Waffen schaffen, keinen Frieden, wir brauchen Deeskalation, kein Wettrüsten. Das habe ich im Mai 2022 gepostet. Das Interessante oder vielleicht auch das Traurige ist, in der Neuen Zürcher Zeitung kann ich das nicht schreiben. Auf ORF kann ich das auch nicht bringen. Bei ARD kann ich das auch nicht bringen, im Spiegel auch nicht. Das ist alles vermintes Gelände, die sind alle jeden Tag für den Krieg. Jeden Tag, okay? Das ist das Gefährliche. Jeden Tag heißt es in den Zeitungen, am Fernsehen, überall in unseren Medien, wir müssen in den Krieg, wir müssen mehr Waffen liefern. Dann gibt es noch einen ARD-Kommentar nach der Tagesschau und dann sagt der Journalist, ja, dass Scholz die Panzer erst jetzt liefert, ist eigentlich ja, nicht gut, aber zum Glück lieferte sie. Und also die ganzen Journalisten, die trommeln für den Krieg. Und das bedeutet für Historiker wie mich,
die sagen, wir sollten keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, weil das ist wie wenn man Holz ins Feuer legt, dann brennt es länger und es könnte sich zu einem Flächenbrand ausdehnen. Die können nirgends ja, ihre Botschaft bringen. Ja, die müssen, manchmal habe ich das schon gesagt, sogar den Saal wechseln. Wir haben in unseren Massenmedien schon fast keinen Raum mehr, um eine andere Position zu beziehen, als die Position Waffen liefern für den Frieden. Scholz hat dann eben gesagt, ja gut, wir liefern den Marder und jetzt wollen sie noch den Leopard liefern, das heißt erstmals liefern die NATO-Staaten Panzer westlicher Bauart ins Kriegsgebiet, und zwar 82 Jahre nach Beginn des deutschen Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion. Und da spreche ich wirklich als Historiker. Ich sage, das sollten wir nicht nochmal tun. Wir sollten es nicht nochmal tun. Die Operation Barbarossa war Hitlers Krieg mit deutschen Panzern gegen die Russen, ja, gegen Stalin, Hitler gegen Stalin. Und dann, Sie kennen die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, es ist einfach eine Katastrophe. Es ist durch und durch eine Katastrophe. Und ich hätte persönlich nie gedacht, dass in meinem Leben es wieder zu einer Situation kommt, wo man wirklich fürchten muss, dass Deutschland und Russland in eine direkte Konfrontation kommen. Aber das ist im Moment der Fall. Darüber müssen wir sprechen. Und was ich dann so sehe, ist, die jungen Liberalen in Stuttgart stellen sich hin, Krieg beenden, Panzer senden. Das ist tatsächlich, das ist in Stuttgart im Januar 2023. Da muss ich wirklich sagen, wir haben ein massives Problem mit der neuronalen Verknüpfung. Ja? Man kann sich fragen, wie kann so etwas entstehen? Und die Antwort ist, durch permanente Wiederholung. Okay? Diese jungen Menschen glauben das. Sie denken, wenn es irgendwo einen Krieg gibt, sendet man Panzer und dann ist wieder gut. Wir sind in eine Art Wahnsinn hineingefallen, ohne dass irgendjemand sagt, ja, ist vielleicht keine gute Idee. Weil man muss das Wettrüsten verstehen, wenn die NATO 90 Panzer liefert, dann alle historische Forschung zeigt, dass dann die Russen nicht sagen, huch, 90 Panzer, wir gehen nach Hause. Ja? Alle Forschung zeigt, dass die Russen dann sagen, okay, 100 sind geboten. Und so geht's rauf. Und das ist aber immer so. Das nennt sich Wettrüsten. Ist untersucht. Das gibt's. Ist nicht eine Verschwörungstheorie. Okay. Und dann kann man sich sagen, ja, vielleicht hat die Kirche geholfen. Leider nein. Waffen für die Ukraine sind Pflicht, ja, Pflicht christlicher Nächstenliebe. Ja, das sagt die Annette Korschuss, das ist Deutschlands oberste Protestantin. Und sie sagt es am 23. Dezember 2022. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine würde bei den Russen einen rohen Nerv berühren und könnte zu Bürgerkrieg führen. Warum wissen wir das? Dank WikiLeaks. WikiLeaks, muss ich kurz erklären, ist eine Enthüllungsplattform. Die ist gegründet von Julian Assange. Und Julian Assange müsste freigelassen werden. Ja? Das wäre ganz wichtig. Ja? Und dann kommt Zelensky. Woher kommt er? Aus dem Fernsehen. Der Mann ist ein Schauspieler, okay? Und er spielt im Fernsehen den Präsidenten der Ukraine. Als Schauspieler, ja? Und weil die Leute diese Serie Diener des Volkes immer am Fernsehen sehen, sind sie heftig beeindruckt und denken, das macht er gut. Dann stellt er sich zur Wahl und er wird gewählt. 2019 wählen sie ihn, okay? Das bedeutet, schauen Sie bei Ihrer Lieblingsfernsehsendung noch mal ganz genau hin. Es könnte der nächste Bürgermeister hier von Steyr sein. Oder? (lacht) 2020, 2021 war Ukraine ein Nullthema. Ein Null. Wer sich dafür interessiert hat, musste schon fast suchen, jemanden zu finden, der sich auch dafür interessiert. Weil alle haben gesagt, jetzt geht es um die Impfung, jetzt geht es um Corona, jetzt geht es um die Überlastung der Spitäler, jetzt geht es um den PCR-Test, PCR, Polymerase-Kettenreaktion. Das Wort kannten wir ja 2019 noch gar nicht. Ja? Aber wenn es halt immer wiederholt wird, zack, irgendwann ist es im Kopf. Und diese Jahre 2020, 2021 waren für alle anspruchsvoll. Und dann plötzlich hat das
geändert. Zack, am 24. Februar 2022 hat das geändert. Zuvor hieß es, man darf nicht zusammenkommen. Und dann hieß es, man muss zusammenkommen, um gegen Putin zu demonstrieren. Ja? Also plötzlich hat das Narrativ gedreht. Und das haben sie ganz selten, dass sie das live erleben, wie ein Narrativ dreht. Und die einen haben dann ihren Facebook-Status von geimpft zur ukrainischen Flagge gewechselt. Und zwar blitzschnell. Ja, einfach gewechselt. Die Schweiz hat noch am 24. Februar gesagt, wir bleiben neutral, wir sind ein neutraler Kleinstaat und wir können zur Deeskalation beitragen. Ja? Fand ich gut. Und weil wir Schweizer so standhaft sind, haben wir diese Position 4 Tage lang durchgehalten. Bis am 28. Februar neutral, aber gegen Putin. Das heißt, die Schweizer Regierung versucht uns Bürgern jetzt zu erklären, wir sind immer noch neutral, aber wir führen einen Wirtschaftskrieg. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Entweder man ist neutral oder man führt einen Wirtschaftskrieg. Aber nicht beides. Ja? Alle sagen, Selenskyj ist gut, Putin ist böse. Den Putsch hat es nicht gegeben und die NATO-Osterweiterung ist kein Problem. Das ist eine Erzählung, die natürlich so erzählt wird, weil die Regierung will, dass wir sagen, wir sind so dankbar, dass wir so eine weise Regierung haben, die uns wirklich mit Weitsicht und mit Empathie wunderbar führt. Wir hoffen, dass wir so bis 2050 weiterleben können. Also diese Stimmung versucht man zu erzeugen. Und wenn dann jemand sagt, Moment, was ihr hier macht, ist keine gute Idee. Ihr führt uns in den Krieg mit einer Atommacht. Wir möchten das nicht. Dann heißt, da dürfen Sie in Innsbruck nicht sprechen. Hä? So weit kommt es noch. Weil das ist im Moment die Stimmung. Ja? Das ist im Moment die Stimmung. Das heißt, gerade die Gruppen, die sagen, wir sind für Toleranz, wir sind für Pluralität der Perspektiven, die sagen, wenn irgendjemand gegen den Krieg spricht, dann soll man ihm sofort den Saal verbieten. Und ich möchte eigentlich euch allen sagen, bleibt standhaft, ja. Lasst euch nicht wegdrücken, weil es sind ganz viele Menschen gegen diesen Krieg. Und es sind auch ganz viele Menschen, die nicht blind dem Fernseher mehr glauben. Das sind ganz viele. Und das muss man wissen und das muss man in den nächsten Monaten vor allem wissen, weil manchmal denkt man vielleicht, ja, vielleicht ist es doch gut mit dem Leopardpanzer. Ja. Nein, ist es nicht. Ja. Die Schweiz, und da muss ich mal updaten und auch Österreich dazu schreiben, die Schweiz sollte neutral bleiben und vermitteln, statt am Wirtschaftskrieg gegen Russland teilzunehmen. Und wo kann ich es publizieren? Ja, wieder traurig, nur bei den Amerikanern, auf Twitter und auf Facebook. Aber es sind die einzigen Möglichkeiten, wie ich überhaupt noch kommunizieren kann. Obwohl es gibt hier einen Regionalsender, RTV, die, ja. Ich muss sagen, ich kannte die vorher gar nicht, aber dann habe ich gemerkt, oh, die sind sehr interessiert an einer ausgewogenen Berichterstattung und der Standard hat mich sehr angegriffen und RTV hat dann eine faire Berichterstattung gemacht, da habe ich mich gefreut. Also es gibt immer verschiedene mal danke an RTV. Ja. Aber nicht nur wir von RTV sind interessiert an einer objektiven Betrachtung bzw. Berichterstattung. Weit über 600 Personen sind in die Schachnerhalle nach Garsten gekommen, um sich einen etwas anderen Blickwinkel rund um den Konflikt in der Ukraine zu verschaffen. Ohne großartig herumzuschreiben, sensationell war es. Sehr für die Leute, die noch nicht so viel wissen, sehr aufklärend. Man muss nicht großartig studiert haben, um das zu kapieren, was er gesagt hat. Also einfach nur sensationell. Was noch mir geht, werden alle Waffen eingeschmolzen. Bis am besten gestern. Katastrophe. Im Detail diese Aufklärung zu bekommen mit diesen Hintergründen und mit diesem Hintergrundwissen ist, finde ich, etwas, was wir unbedingt uns aneignen dürfen, zu hinterfragen, nicht alles einfach blind zu glauben. Und ich vertrete das sehr auch für mein Leben und ich würde sagen, das darf sich jeder hier mitnehmen. Ja, ich bin total geflasht, das ist super interessant, ja, also jetzt total interessant umgebracht, auch mit seinem Schmäh und ja, für Informationen, die ich jetzt einmal ein wenig verdauen muss. Ja. Ich bin eigentlich da ganz seiner Meinung.
dass wir als Menschheitsfamilie alle zusammenhalten müssen und Spaltung da keinen Platz finden sollte. Gerade auch jetzt im Thema Krieg und Ukraine, genauso wie es vorher war im Thema Corona und Impfung. Ich finde es einfach einen total objektiven Blickwinkel, den der Daniele Ganzer da einmal gibt, den man sonst einfach wirklich nirgendwo hört und ja, war echt interessant und empfehlenswert. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier in Österreich ist schon ziemlich krass. Ich freue mich über die Entschlossenheit und über die wache, große Gemeinschaft hier in Österreich. Bei uns in Deutschland geht es natürlich auch ganz schön zur Sache, aber irgendwie hier in Österreich, ihr seid irgendwie so noch ein bisschen druckvoller. Und was mir auch besonders freut, ist natürlich, dass das aufgezeichnet wird via TV und viele Menschen auch in Steyr die Möglichkeit haben, dass sie sich das anhören und sich selbst ein Bild oder eine Überlegung machen dazu, was da gesagt worden ist. Und möglicherweise wird das viele dazu bewegen, dass sie sich überlegen, warum es in Steyr ausgeschlossen worden ist, diese Veranstaltung. Und da könnten sich manche Gedanken machen. Eigentlich hätte die Veranstaltung in Steyr stattfinden sollen. Die Rote Stadtführung hat dies jedoch unterbunden. Naja, es ist schräg, dass jemand, der für Frieden eintritt, ein Verbot kriegt, da in Steyr aufzutreten. Also da muss man schon schauen, auf welcher Seite steht derjenige, der das Verbot verursacht hat. Man findet, und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht um Worte verlegen, aber ich finde hier fast keine Worte. Das ist einfach wirklich tragisch. Das ist tragisch, wie sich das entwickelt weltweit. Und man kann einfach nur wieder aufrufen, wir sind eine Menschheitsfamilie, egal welcher Nation wir angehören, in welcher Religionsgemeinschaft wir gerne oder auch nicht gerne praktizieren. Wir gehören zusammen und wir dürfen uns auf keinen Fall spalten lassen. Ja, wir sind eingesprungen für die Absage vom Herrn Dr. Daniele Ganzer im Stadtsaal Steyr. Und mit Absprache von unserem Herrn Bürgermeister war eigentlich da nichts einzuwenden. Die Veranstaltung ist super gewesen, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Perfekt, Sachen gehört, die man eigentlich nicht so oft hört irgendwo. Und der Besuch hat das einfach gezeigt, dass das einfach eine Veranstaltung ist, die man eigentlich öfters besuchen sollte. Zu Ihnen gerichtet, lieber Herr Bürgermeister Vogel und liebe Frau Auer, danke, dass wir nach Garsten ausweichen durften, weil da haben wir viel mehr Menschen beglücken können, als es uns in Steyr möglich gewesen wäre. Dankeschön.